Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Weekly-Vlog. Ich muss mich ein bisschen sputen, aber ich möchte diese Palette jetzt ausprobieren, weswegen ich gesagt habe, das mache ich mal eben schnell für euch im Vlog. Genau, ich mache mich jetzt fertig für die Hochzeit von Laura und ich habe Grundierung schon aufgetragen. Ich schwitze wie Sau, weil das hier oben einfach so warm ist. Zeige euch auch wirklich nur die Palette, also danach mache ich wieder aus und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Ich weiß nur nicht, ich kann euch nicht anstellen, das ist mein Problem. Ja, da seht ihr nichts. Das ist scheiße. Ich weiß gerade nicht, wo ich euch abstellen soll. Ich habe das letzte Mal hier gemacht und eigentlich dachtet ihr hättet mich gesehen. Habt ihr scheinbar nicht. Wenn ich es so mache. Hält das? Ich hoffe, das hält. Also, ich möchte die Pac-Man-Palette mal eben mit euch testen. Schön, ich benutze die für eine Hochzeit und wahrscheinlich sieht das dann richtig kacke aus. Und ich habe keine Zeit, mich umzuschminken. Ja, also ich habe die gekauft, weil ich ein Verpackungsopfer bin. Und ihr seht vielleicht, der Pac-Man bewegt sich. Das ist so cool, deswegen musste ich sie haben. Ja, da sind die Farben. Und ich hau die Kacke da jetzt einfach mal raus. Nehme als erstes den ganz hellen Ton. Ausgesandte Lid. Ja. Das wird jetzt kein Tutorial oder sonst was. Ich möchte euch nur sagen, wie ich die Palette finde. Weil ich da auf Instagram dann drum gebeten wurde. Der helle Ton ist ein ganz stinknormaler heller Ton. Ist nicht sonderlich gut pigmentiert. Ist eine ganz gute Grundierung, glaube ich. Dann nehme ich den matten ganz außen hier. Für die Lidfalte. Oh ja, der ist schön. Oh, der ist auch sehr gut pigmentiert, wenn man ein bisschen mehr Produkt nimmt. Aha. Oh Gott, ich habe mich ewig nicht mehr geschminkt. Eine schöne Farbe. Ist aber nichts, was andere Paletten nicht auch hätten. Das muss man noch dazu sagen. So, ich verblende. Oh, nicht schön. Ich verblende das Ganze mit dem Gelb, weil die Mannkleid ist auch gelb. Allerdings auch nur so leicht, dass es nicht zu heavy wird. Oh ja, cool. Auch gut pigmentiert. Ich nehme da jetzt extra nicht so viel, weil es sonst scheiße aussieht. Also schminken im Schnelldurchlauf, ne? Mit einer neuen Palette. Viel Spaß dabei. Finde ich aber gar nicht schlecht tatsächlich. Dann nehme ich jetzt, ich nehme auch den Pinsel, das ganz dunkle Braun. Für nah am Wimpernkranz und ein bisschen Außenwinkel. Ja, geile Farbe. Boah, voll krass. Guck mal, wie dunkel das ist. Hammerhart. Mein Mann kommt. Er denkt, was tut ihr oben? Ich führe keine Selbstgespräche. Also doch schon, aber. Ich habe mit Kamera laufen. Ja. Wolltest du durch? Ja, ich schneide dich raus. Ich muss was essen, ist schon schlecht. Brot, keine Ahnung, irgendwie sowas. Toast mit Käse? Ja. Toast mit Nutella? Nee, ja, egal, mach irgendwas. Ich mach einfach Toast. Ja. So, jetzt will ich noch ein bisschen Glitzer nehmen da. Was im Pinsel? Ich kann Pinsel. Nein, andere. Ja, ich nehme den da. Oh, schön. Oh, ist das schön. Ein schöner Ton. Mir gefällt die Palette richtig gut. Ich bin voll überrascht. Ja, nichts, was es nicht schon geben würde. Und den hellen jetzt noch, den hellen Schimmerton für den Augenwinkel. Ja, der ist nicht ganz so heavy, aber toll.
Ja, jetzt muss ich da oben noch mal ein bisschen mit dem Hellen, weil das ist ganz schön hochgegangen. Ganz schön hochgegangen. Hier ist doof, ne? Ja. Jetzt muss ich das irgendwie verblenden. Muss. Sieht voll kacke aus. Oh, ich habe mich ewig nicht mehr geschminkt. Das war gar nichts daneben. Ja, vielleicht gleich noch ein bisschen mit dem. Ich korrigiere das gleich, aber das zeige ich euch dann nicht. Mit dem Beauty Blender. Ja, das ist die Palette. Mir reicht das jetzt, glaube ich, auch an. Ich denke schon. Make-up ist ja noch nicht fertig. Muss ja noch ein bisschen. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen Kajal. Den verblende ich gleich noch ein bisschen. Oh, Scheiße. Zu viel des Guten. Langsam wird es zu viel des Guten. Mir ist auch schlecht, mir ist echt schlecht gerade. Ja, vielleicht kann ich das noch retten. Dann zeige ich euch. Das wäre der Gibbel später. Das ist mein fertiger Look. Ich habe es noch ein bisschen retten können. Ich denke, so kann man es lassen. Ich schlinge mir jetzt hier nochmal schnell zwei Toast runter. Und dann geht's auch los, weil wir brauchen ein bisschen. Gut anderthalb Stunden. Ja. Ich muss jetzt. Mir ist so schlecht. Ich fühle mich fast, das würde ich heiraten. Ja, wir sind jetzt sehr viel schneller unterwegs, als wir vermutet haben. Wir sind dann gut 20 Minuten, eigentlich fast sogar eine halbe Stunde da, bevor wir überhaupt da sein sollten. Aber nicht so wild. Ja, ich werde gleich, glaube ich, mal meine Brille absetzen, weil sonst habe ich da gleich diese ätzenden Punkte. Ich weiß auch nicht. Überlege ich mir noch. Aber es geht mir schon ein bisschen besser. Das Brot tat gut. Jetzt nicht mehr ganz so schlecht. Und ich freue mich. Ich freue mich, weil ich schon so lange auf keiner Hochzeit mehr war. Also, ehrlich zu sein, war ich noch nicht auf so vielen Hochzeiten tatsächlich. Also, die letzte war unsere eigene. Und davor Alena, ne? Oder hat Maike vorher geheiratet? Ich weiß es nicht. Maike hat vorher geheiratet. Glaube ich. Ja, ne? Ja. Alena, dann wir. Und jetzt ist die da laufen. Also Mädels. Macht mal hin, ey. Für Hochzeiten feiern. Ja, ich freue mich drauf. Ja, ich melde mich auch mal wieder. Wir haben jetzt Mittwoch, kurz vor 12. Und ich melde mich erst jetzt, weil es mir richtig, richtig, richtig scheiße ging. Samstag waren wir ja auf der Hochzeit, da war auch alles soweit gut. Am Sonntag ging es mir so schlecht. Es ging mir so, so schlecht. Es ist nichts drin geblieben, außer ein bisschen Tee.
Nichts. Rein gar nichts. Und da hat mein Mann dann auch gesagt, so, du gehst morgen zum Arzt. Es war furchtbar. Also so schlimm war das, glaube ich, die ganze Schwangerschaft noch nicht. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir irgendwie was eingefangen habe oder so. Aber das war ein ganz, ganz schlimmer Tag. Montag war es auch noch nicht so richtig geil. Gestern wurde es ein bisschen besser. Also ich kann jetzt auch wieder was essen, es bleibt doch alles drin. Ja, ich war Montag bei der Ärztin. Sie konnte auch nicht sagen, ob ich mir was eingefangen habe oder nicht, oder ob Stress ist oder. Sie hat mir auf jeden Fall einen Schlussstrich gezogen und hat gesagt, so, ne, auf Stress weitestgehend verzichten, so wenig wie möglich, weil es kann halt auch Stress sein tatsächlich. Und mich bis zum Mutterschutz ins Beschäftigungsverbot geschickt. Das heißt, ich habe jetzt ganz, ganz, ganz viel Zeit, weil Entbindung ja erst im Dezember ist. Ja, und ich hoffe einfach, dass mir das gut tut. Dass ich mich nicht allzu sehr langweile. Mir ist auch immer noch ganz komisch heute. So flau. Ich weiß nicht. Ich muss mir, glaube ich, gleich noch was zu essen machen. Genau, ich habe jetzt am Montag nichts weiter gemacht, außer Arbeitgeber und sowas Bescheid gegeben. War bei meiner Mutter, habe viel geschlafen. Und dann hat mich mein Mann abgeholt. Gestern habe ich dann so die ersten Dinge erledigt, habe alle meine Patienten angerufen, denen Bescheid gegeben. Und auch für Freitag Termin gemacht, nicht, aber ich habe allen das Angebot gemacht. Ja, zwischen 14 und 16 Uhr in die Praxis zu kommen. Weil ich dann da sein werde und dann ja, sich zu verabschieden. Das finde ich irgendwie wichtig. Also für mich finde ich es wichtig. Wenn die Patienten das nicht wollen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich überlasse denen natürlich dann die Entscheidung. Viele haben ja vielleicht auch keine Zeit oder. Aber dass ich wirklich einen Termin festmache, so, da gibt es die Möglichkeit, nochmal Tschüss zu sagen. Und abgesehen davon muss ich auch noch so ein paar Sachen erledigen, ne? Ich muss da Schlüssel abgeben und noch ein paar Sachen rausholen. Ich habe da noch ein paar Spiele, die ich gerne, also wo, die meine eigenen Spiele sind. Und vielleicht brauche ich die einfach in der Zeit. sowas nehme ich dann halt nochmal mit. Ja. Das werde ich alles Freitag machen und danach war's das. Krasse Scheiße. Ja. Das war nicht der Plan, aber man muss halt auch irgendwie sagen, wie lange wäre das gut gegangen? Es ist auch mega ätzend von der Planung her, irgendwie 2 Wochen zu arbeiten, dann bin ich wieder krank. Und dann wieder 2 Wochen arbeiten oder nur eine und dann wieder krank und immer ständig absagen und man weiß nie, wann geht es jetzt weiter und ach, das war auch alles so in meinem Kopf und ich habe mir so viel Stress gemacht und immer gedacht, so, oh, du darfst jetzt nicht krank werden, beziehungsweise krank werden, du bist schon so starke Symptomatik haben, dass ich arbeitsunfähig bin, Punkt, so, ne, kann man das ja nennen. Weil da muss man wieder allen absagen, man muss wieder einen neuen Termin finden und das kommt schon so blöd und oh, das war alles in meinem Kopf drin und das hat mir so viel Druck gemacht und ja. Also ganz egal, ob es jetzt irgendwie, ob ich mir was eingefangen habe oder es tatsächlich Stress war, Hauptsache es ist jetzt besser und ich hoffe, es bleibt auch so. Aber wie gesagt, so richtig auf dem Damm bin ich noch nicht, mir ist immer noch ganz komisch irgendwie. Ja, und das in der 23. Woche. Geil. Ja. Ansonsten bin ich heute auch, also gestern war ein ganz trauriger Tag, gestern war ich ganz, ganz traurig. Heute ist es so eine Mischung aus Trauer und Wut. Ja, aber das möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Aber ich wollte es mal angeschnitten haben, dass ich echt gestern ganz, ganz traurig vor viel geweint habe. Und heute habe ich noch nicht geweint. Vielleicht kommt das noch. Aber Trauer, da ist so irgendwie so ein trauriges Gefühl in mir und gemischt mit Wut und naja. Wenn es heuer. Ja, und ich glaube, ich muss mir jetzt was zu essen machen. Das ist übel. Ich muss was trinken, was essen. Und dann möchte ich ein bisschen, glaube ich. Das ist meine Hoffnung, jetzt, dass ich im Beschäftigungsverbot hier ein bisschen den Haushalt regeln kann. Ja, ich möchte ein bisschen. Ein bisschen das Wohnzimmer aufräumen. Ich habe eben schon
meine grobe Putzroutine gemacht mit Waschbecken, in den Bädern putzen und hier den Tisch und den anderen Tisch abwischen und so. Dann werde ich mir gerne meinen Staubwedel holen nach dem Essen. Staubwischen. Und vor allem, was gar nicht geht, unterm Tisch die Ablage. Das nehme ich mir heute vor. Unterm Tisch die Ablage aufräumen. Da liegt so viel Scheiße, die weg kann. Das werde ich dann auch noch machen. Aber jetzt machen wir erstmal was zu essen. So, ich habe mir gerade Schuhe bestellt. Ich muss mal kurz was trinken. Sehe ich hier gerade stehen. Und wenn ich das sehe, muss ich auch was trinken, weil ich trinke viel zu wenig. So, ich habe mir jetzt endlich mal Schuhe bestellt. Oh, endlich. Ich glaube, ich habe es vor einer Weile schon mal erzählt, dass ich mir ja so Birkenstock-ähnliche Dinger gekauft habe. So 10 Trenner halt. Beziehungsweise bestellt hatte, die aber viel zu groß waren. Ja, ich die hier zurückgeschickt habe. Und ja, jetzt habe ich bei Fritzi aus Preußen bestellt. Und hoffe drauf, dass mir die passen. Ich habe von dort ja meine Tasche für die standesamtliche Trauung gekauft. Diese blaue in Lederoptik, aber auch wirklich tatsächlich nur Optik, weil die Firma ja 100% lederfrei ganz, ganz groß schreibt und Tierschutz und so. Das heißt, auch meine Schuhe sind jetzt 100% lederfrei, aber alles in Lederoptik. Freue ich mich schon drauf. Auch wenn der Sommer jetzt nicht mehr so lang sein wird, aber meine Füße sind echt dick. Ich glaube auch ganz viel barfuß. Also so dick sind sie noch nicht, ich weiß. Von bestimmten Worten, dass es schlimmer geht. Aber wahrscheinlich kommt das auch noch. Ich habe ein bisschen Angst, weil sie sind auf jeden Fall jetzt schon dick. Also dicker als vorher. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht an der Wärme liegt. Und dass es im Winter hin wieder ein bisschen zurückgeht, aber man weiß es nicht. Ja. Weil wir auch bald in den Urlaub fahren für ein paar Tage. Ich brauche diese Schuhe. Ich brauche diese Schuhe und hoffe, sie passen. Oh, bitte. Hätte ich zwei Paar bestellen sollen. Wobei 36 war eh ausverkauft. Meine ich, war nicht verfügbar. Ich habe dann 37 genommen. Und normalerweise trage ich ja 36 in solchen Schuhen. Das wäre jetzt meine normale Größe, denke ich. Aber da die jetzt wirklich dicker geworden sind, die Schuhe, habe ich die auch ein bisschen 37 passt. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade Schuhe bestellt, erledigt. Und jetzt möchte ich was für mich, meine Gesundheit und mein Baby tun. Ich werde Schwangerschaftsgymnastik machen. Ja, mein Online-Fitnessstudio, was ich da habe, bietet ja auch Schwangerschaftsgymnastik an. Also relativ viel. Schwangerschaftsgymnastik, Schwangerschafts-Yoga habe ich auch jetzt erstmal angegeben. Yoga werde ich im Oktober rauskicken, weil dann gehe ich ja sowieso also zum richtigen Schwangerschafts-Yoga hier bei meiner Hebamme. Aber jetzt habe ich es erstmal noch im Plan. Also einmal die Woche Gymnastik, einmal die Woche Yoga, dann gehe ich ja einmal die Woche schwimmen. Die hatten auch noch Beckenbodengymnastik und sowas, da weiß ich aber nicht, ob ich das. Weil das war jetzt nicht speziell aus Schwangere, das war allgemein Beckenbodengymnastik. Schaue ich da mal rein und gucke, was die da. Ich weiß es, da weiß ich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Heute möchte ich auf jeden Fall Schwangerschaftsgymnastik machen, eine halbe Stunde. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich hoffe, ich muss mir keine Schuhe anziehen. Ich will keine Schuhe anziehen, ist mir zu warm. Und ich berichte euch danach, ob ich es geschafft habe, ob ich es durchgezogen habe und wie es mir danach so geht. Ja, also so viel zu meinem Plan, Schwangerschaftsgymnastik zu machen. Dieses Video hat keinen Ton. Also. Es gibt so ein Intro, ein musikalisches Intro, da ist Ton bei. Und dann nicht mehr. Ich könnte natürlich jetzt ein Video auf YouTube raussuchen. Wobei, eigentlich wollte ich das machen. Ich überlege mir das nochmal, ob ich noch was auf YouTube raussuche oder ich lasse es einfach. Das weiß ich noch nicht. Ärgert mich ein bisschen. Also es gibt ja nicht nur dieses eine Video, aber ich habe halt einen Plan und der zeigt mir halt jede Woche ein neues Video, damit ich nicht immer das gleiche mache. Kein Ton. Und ohne Ton ist es irgendwie, weil ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich habe doch noch was gemacht. Ich musste mir auch ein anderes T-Shirt anziehen, weil ich habe dann festgestellt, oh, das ist doch anstrengend. Ich ziehe mir mal ein anderes an. Ja, es war nämlich tatsächlich anstrengend. Ich habe jetzt auch meinen Ring abgenommen und werde ihn jetzt zur Seite legen müssen, meinen Ehering. Aber ich ihn gerade nicht mehr über den Finger kriege. Ich bin auch gespannt, wie lange ich den allgemein noch tragen kann. Es war echt. So 20 Minuten nur so ein bisschen Piebelkack der. Also ein paar Squats waren dabei.
Also nicht tief, ne? Immer nur so, dass es halt angenehm ist. Ich muss mal meiner Matte. Und ein bisschen was für den Rücken und für die Arme. Arme ging ja bei mir gar nicht. Eine Übung konnte ich auch nicht machen, das ging nicht. Wäre ich jetzt nicht schwanger, hätte ich sie wahrscheinlich durchgezogen. Also bis es wirklich nicht geht, aber ich habe es dann, ich habe das zwei Versuche gemacht und dann gleich gesagt, nee. Aber es war nur eine Übung, die ich nicht durchführen konnte. Das war so, für was war das? Für den, keine Ahnung. Also man saß auf dem Stuhl, beziehungsweise man saß nicht. Man hat die Hände auf dem Stuhl gehabt, Füße weiter vor, ein bisschen breiter, und dann musste man so runter mit dem Po. Und man hat das Gewicht dann mit den Armen gehalten. Und weil ich so wenig Kraft in den Armen habe, ist relativ viel in den Bauch gegangen. Und Bauchtraining geht ja gar nicht in der Schwangerschaft. Deswegen, ich war mir das zu unsicher und ich habe es gelassen. Wo ich verwundert war, dass ich das hingekriegt habe, waren Liegestützen. Ist ja in der Schwangerschaft auch verboten, aber man kann sie halt abwandeln, indem man die Knie schön breit lässt, Arme schön breit und den Po oben lässt. Ne? Also auf den Knien, Po oben. Und das ging super. Liegestütze geht ja bei mir gar nicht. Also, ne? Vor der Schwangerschaft schon nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber das ging. Also, wie gesagt, die einzige Übung, die nicht geklappt hat, war das mit dem Stuhl. Das habe ich erst durchgesungen. Und das war ich. Aber der Bauch ist schön weich. Also, voll wabbelig. Nein, also normal, ne? So. Da, wo das Baby liegt, merkt man schon, das ist härter als die anderen Stellen. Aber ich habe das ja oftmals jetzt in den letzten Tagen gehabt, wo ich so viel Stress hatte, dass der knüppelhart war. Der war richtig, richtig fest und zog. Und es ist echt besser geworden. Der ist jetzt. Die oberste Fettschicht ist schön schwabbelig. Er ist da drunter, wird's fest. Ja. Bin auch gespannt, ob sich mein Bauchnabel irgendwo nach außen wölbt und plopp macht. Jetzt. Also man sieht schon, also er. Wie soll ich das sagen? Ich habe ja die Narben im Bauchnabel durch die drei Bauchspiegelungen. Also ich habe schon drei Bauchspiegelungen gehabt. Und die konnte man vorher so gar nicht sehen. Die sieht man jetzt, die kommt so ein bisschen vor. Aber ansonsten. Ja, haarig ist der Bauch, richtig haarig. Ja. Jetzt, Baby schläft auch. Oh ne, doch nicht. Hallo. Ah, na klar. Kaum setzt man sich mal hin. Lustig. Ja, ich glaube, ich werde jetzt. Ich muss trinken, ich muss mehr trinken. Ich wollte heute mindestens zwei von diesen 0,75 Flaschen trinken. Wasserflaschen. Ich mache immer noch so ein bisschen Kirschsaft mit rein, weil ich ja pures Wasser nicht so. Ich habe auch nicht mal eine getrunken. Um 4 Uhr. Aber ich möchte das echt versuchen, dass ich jetzt wirklich täglich zwei von diesen 0,75 trinke. Natürlich immer noch wenig, ne? Aber soll wohl ausreichen. Besser als gar nichts. Wie müde. Ja, ich werde mir jetzt mal was zu trinken holen und vielleicht mein Joghurt essen und ein bisschen Obst oder so. Eigentlich habe ich keinen richtigen Hunger, aber ich muss mehr Obst essen. Oh, was man also essen muss, wo man gar keinen Hunger hat. Das Problem ist, dass ich eben Sodbrennen hatte und mir schon Mandeln reingepfiffen habe. Das ist so. Ich habe gerade überlegt, euch mal. Ja, meine Hose sitzt ein bisschen tief. Ja. Ob ich Bewegung. Fussel. Ob ich euch Bewegung zeigen kann, aber ich glaube nicht. Also das, was sich da jetzt bewegt, ist mein Puls. Der ist vom Sport noch ein bisschen höher. Und ich habe ja allgemein relativ erhöhten Puls. Also bei mir sieht man das sofort im Bauch. Wobei ihr seht das gar nicht so wie ich. Ja, eben war da was. Nix. Tote Hose.
Los, werd wach. Man müsste Musik vorspielen, das letzte Mal, weil es Musik scheiße findet. Ja, jetzt sehe ich auch auf dem Bildschirm nichts. Es geht hier mal in den Bildschirm schon. Ne? Ich glaube, nach einer Minute oder so. Von daher kann ich nicht mal sagen, ob ihr überhaupt was seht. Ja, da jetzt Ruhe ist, ich stehe jetzt auf. So, meine Lieben, ich melde mich heute nur schnell, eine Katze ist, weil ich wieder mal wenig Zeit habe. Weshalb? Ich muss wieder einsperren. Ja, weil ich mich heute ein letztes Mal auf den Weg mache zur Arbeit. Scheiße, das ist eine Katze. Guck dir das, ne? Ja, Nessaja, ich werde mich verabschieden auf der Arbeit, von all den Patienten meine Sachen zusammenpacken. Und ich habe halt mit meinen Hausbesuchen ohne Uhrzeit abgemacht, deswegen bin ich zeitlich gebunden. Und muss jetzt eigentlich aller spätestens los, weil ich ja auch ein bisschen langsam bin. Mittlerweile. Genau. Und ich wollte mich nochmal wieder melden, weil ich glaube, gestern hatte ich mich auch nicht gemeldet. Gestern war aber auch scheiße, gestern habe ich mich wieder viermal übergeben. Ja, man sieht also, das war die richtige Entscheidung. Das ist echt nicht klappt. Ja, ich suche mal eben das Haar und mache mich dann auf den Weg zu den Hausbesuchen und zur Arbeit. Ein letztes Mal Tschüss sagen, Sachen zusammenpacken. Und dann war's das. So, nochmal ein Hallo von der Pickelfront. Was ist so blöd war. Ja, ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Weil ich auch echt K.O. war. Und es war anstrengend auf eine andere Art und Weise. Also jetzt nicht so mega körperlich anstrengend, aber vielleicht emotional ein bisschen anstrengend. Und trotzdem bin ich jetzt froh, dass das erstmal abgeschlossen ist und ich mich ganz auf mich und meine Schwangerschaft konzentrieren kann. Ja, alle Sachen gestern zusammengeräumt, mich verabschiedet, da gab es auch die ein oder andere Träne. Hält das da? Ganz süß, ich habe auch ein paar Geschenke bekommen von ein paar Patienten. Hier habe ich zum Beispiel einen Blumenstrauß von einem ganz lieben Jungen bekommen. Da. Und ich habe auch, okay, hier wird das Chaos, wir sind ein bisschen am Aufbau. Das habe ich gestern alles aus der Arbeit mitgenommen. Das und das. Hier sind noch ein paar Spiele von mir drin. Und hier auch und Unterlagen und sowas. Und hier, das habe ich auch bekommen von einem Patienten. Das Baby. Also es ist jetzt mit Minnie Maus. Wir wissen ja nicht, was es wird, aber ich habe auch kein Problem damit. Sogar mit Mützchen hier. Mützchen mit Schleife dran. Ich habe auch kein Problem damit, das meinen männlichen Säugling anzuziehen, tatsächlich. Mir ist das relativ wurscht. Ich finde es lustig. Ja, aber wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, was es wird. Vielleicht wird es ja auch ein Mädchen. Dann passt das ganz gut. Ja, halt Spiele, ne? Und dann Süßigkeiten habe ich noch ohne Ende bekommen. Die können wir heute benutzen. Heute haben wir nämlich eine Gartenparty. Ja, Spiele und... Habe ich euch das eigentlich jemals gezeigt? Das hat mein Mann nämlich selbst genäht, diesen Beutel. Der Stoff ist mega schön hier mit Pluto. Da ist es Mini. Und da sind die Story Cubes drin. Ne? Sind halt auch meine. Genau. Also meine ganzen Spiele wieder mitgenommen. Und ein paar Unterlagen, die noch mehr gehören. Ja, somit ist das Kapitel erstmal weitestgehend abgeschlossen. Ich muss alle 4 Wochen noch ein Beschäftigungsverbot halt hinschicken, weil ich ja immer nur alle 4 Wochen, also ich habe das nicht durchgehend tatsächlich, also nicht einschreiben, dass durchgehend bis zum Mutterschutz ist, sondern alle 4 Wochen und dann wird mir das immer verlängert. immer verlängert bis zur Mutterschutz halt. Also es ist klar, dass es bis zum Mutterschutz gehen wird, aber es muss irgendwie aus Krankenkassen gründen. Kann das nur alle 4 Wochen ausgestellt werden, keine Ahnung. Aber abgesehen davon war es das erstmal. Ja. Ansonsten haben wir gestern am Pizza gegessen. Oh, das war ein bisschen viel, war nicht so gut. Das Baby nimmt ja jetzt doch schon relativ viel Platz ein. Weshalb nicht mehr so viel reinpasst bei mir. Und ich mehrere kleinere Mahlzeiten am Tag brauche. Das ist eigentlich für die Übelkeit schon mal ganz gut, aber es geht auch gar nicht anders, weil das Baby so viel Platz wegnimmt und alles einengt. Jetzt schon. Und es wird ja noch schlimmer. Und ich habe die ganze Pizza verdrückt. Mir ging es danach nicht sonderlich gut.
Ja, und Tote Mädchen lügen nicht, haben wir weitergeguckt. Wir wissen auch selbst nicht, warum wir da immer noch dranbleiben. Eigentlich, weil wir nur wissen wollen, wie es am Ende ausgeht, aber eigentlich finden wir diese Serie sehr ermüdend. Aber man bleibt trotzdem dran, weil man will es ja am Ende irgendwie doch wissen, noch keine Ahnung. Schwierig. Und ich habe schon zu meinem Mann gesagt, wahrscheinlich wissen wir es schon seit der ersten Folge. Das wär's dann. Dann wäre ich aber sauer. Ja. Mal gucken. Wir haben aber noch ein paar Folgen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Folgen es sind, aber ich tippe auf 13. Ich meine, es waren immer 13, wegen 13 Reasons und so. Ich glaube, es sind jetzt 8. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie guckt. Genau. Jetzt die dritte Staffel, wie sie euch gefällt. Ich finde. Ich weiß jetzt nicht, welche ich jetzt besser fand, ob die zweite oder jetzt die dritte. Die erste fand ich noch richtig gut und ich finde, dann hat es aber auch rapide abgenommen. Ich fand die zweite schon lange nicht mehr so gut. Ja, ich bin jetzt bei der dritten unsicher. Finde ich die zweite besser oder die dritte? Keine Ahnung, aber es nimmt sich irgendwie auch nicht viel. Ja, weiß ich nicht. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr sie auch schon zu Ende geguckt habt, vielleicht die dritte, wie euch die dritte gefällt. Mir gefällt der neue Charakter einfach nicht. Dieser Arnie ist. Ich finde ihn doof. Richtig doof. Aber ich finde doch Clay doof. Das ist scheiße. Ja, ich mag Justin am liebsten. Justin und Toni. Justin hat so einen Hundeblick. Ich finde ihn so süß. Ja. Schreibt mir das mal in die Kommentare und dann dürft ihr das Video gerne bewerten, indem ihr mir einen Daumen gebt nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.